Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Folge hier auf dem, in Thüringen. Wir hätten aktuell auf Feld Nummer 42 sogar selbst. Auf 47 arbeiten zwei KI. Normale Helfer, und die ernten da auch und ich auch Soja, ne? Also Soja letzte Frucht in diesem Jahr. Wir müssen jetzt durchziehen nachts, weil der meldet ja wieder Regen. Und Regen ist ja ganz schlecht, ne? So, nochmal B. Oder G. Ja, wir müssen durchziehen. Das heißt, wir müssen Gas geben, dass wir die heute noch was reißen können, ne? Ja, die möchten ja die Soja zumindest verkaufen, ne? Etwas bessere Ansicht, denke ich mal, aber schauen wir, ob das alles irgendwas links ist, ne? Ist ja im Grunde blöd zum Zuschauen, weil es dunkel ist. Aber es geht heute nicht anders. Wenn ich vom Wetter her morgen trocken gewesen wäre, hätte ich auch lieber nachts durchgespult und morgen geerntet im Hellen. Aber es wird nie wieder trocken, ne? Das ist das ganze Problem. Sonst wäre das an sich kein Problem, das mal vorzuspulen, aber da ja Regen angesagt ist und wir schon Herbstwetter haben, es wird extrem schlecht trocken jetzt, ne? Also es dauert sehr lange, hat schon hier lange gedauert. Ich wollte eigentlich Mais als Körnermais machen, aber das klappte auch nicht. Ja, weil es einfach schlichtweg nicht trocken wurde, ne? Das sehen wir gar nicht, so sehen wir nichts. Da hätten wir ganz, ganz blöd zu sehen. Da sehen wir nur die Spitze vorne und die müssen auch den Rand sehen, ne? Vielleicht klart ein bisschen auf, obwohl wir da nicht ansagt, es wird nicht aufklaren, ne? Aber hier im Tank geht was rein, das ist das einzige Gute bei Soja, dass wir da nicht viel abfahren müssen. Ja, das ist so, ne? Morgen wird gleich sehen, Tiere versorgen nochmal richtig kräftig und dann gleich anfangen. Wenn die Futter brauchen, dann kriegen sie Futter. Ansonsten beginnen wir mit den ganzen Krimskrams umzuräumen. Was wir noch machen müssen, der Vermeter muss leer gemacht werden, der Silage muss raus. Entweder wird es verkauft in der BGH oder bringt das im globalen Markt und verkauft es in der Marsch. Wir können das beides machen. Ich muss aber sehen, dass ich da irgendwie einen Ausgleich hinbekomme, dass beides irgendwo ein Gleichgewicht herrscht, ne? Also Kauf und Verkauf sollte nicht so sein, dass ich hier deswegen mehr Geld verdienen möchte, ne? Das ist ja, dafür habe ich es nicht gemacht, ne? Also das ist dann nicht notwendig. Mehr Geld kann ich mir auch zuschicken, das ist dann sicherlich einfacher, weil ich mir das extra im Markt baue, der teuer ist, im Verkauf, und ich muss dann in der Marge das Geld ja auch verdienen, oder, ne? Jedenfalls schön mal, schön Raps. Ja. So, mal gucken, außen. Da ist es. Du kannst mich schon sehen, ne? Es wird ja ein bisschen heller, Anführungszeichen. Es kann ja nicht heller werden normalerweise, aber die Wolken gehen weg und dann wird es ein bisschen heller. Aber das ist meistens das kurze Aufbäumen, bevor der nächste Regen kommt.
vermute ich mal ganz stark. Ich bin froh, wenn ich beide Felder abgeändert habe. Ja. Ich bin nicht gerne im Dunkeln. Aber wenn es nicht anders geht, ne, muss man halt tun. Ne. Ich habe den zweitrechnenden Prozessor ausgepustet mit Luftdruck. Und ich sehe jetzt, die Temperatur ist jetzt wieder im normalen Reich, 68 Grad. Trotz gleicher Auslastung. Macht schon was aus. Ne. Wir sind bei 74 Grad, da war ich schon beunruhigt. Es ist ja für den Prozessor nicht gut, wenn er ständig so heiß ist. Ne. Ist ja auch ein Lärmpegel, wenn der Lüfter läuft. Ne. Da ist doch ein alter, luftgekühlter Prozessor. Denn der neue hat ja schon Wasser gekühlt. Ne. Da ist keine Anzeige da für Temperatur. Also es kann auch sein, dass er 70 Grad hat und so. Ne. Aber eher die Grafikkarte. Wo nachts ist weniger zu berechnen, denke ich mal. Weil viel dunkel ist. Keine Musik, doch jetzt läuft wieder. So, hoffe ich bin nicht zu leise oder kriege ich auch zu laut. Das ist immer so eine schwierige Sache. Ab und zu mal gibt es Updates und dann verstellt sich das Ganze vielleicht ein bisschen. Kann man nicht ganz ausschließen. Bei mir ist es äußerst ungünstig, wenn ich das nachhinein kurz reinhöre wegen Titel Einfall, dann feststelle, oh, das ist jetzt irgendwas zu leise, ne? Das ist dann ungünstig. Wenn die Musik nicht zu hören ist, ist es blöd, aber verkraftbar. Ist die Musik zu laut, ist es ungünstig, obwohl die Musik eigentlich so geht. Die ist gut die Hälfte weniger als die Lautstärke von den Fahrzeugen und ich habe mich ein bisschen lauter gestellt. Ja, heute die Folgen fertig machen, soweit wie es möglich. Ich spiele ganz gerne mein Stück, also am Stück. Und das versuche ich durchzuziehen. Mit Erfolg oder weniger Erfolg ist ja eine Frage, aber wie gesagt, das dann ist es für die Einstellung einfach besser. Kursplay und Outdrive, das hat sich dann eingespielt. Und sobald das die Ernte vorbei ist, können wir auch die Geschwindigkeit erhöhen. Nachts auf 30. Sobald es machbar ist. Also die Ernte muss erledigt sein. 30 bis 60 kann man nachts schon spielen. Es sei denn, die Kühe sind ohne Futter und ohne Wasser. Ja, natürlich nicht. Aber eigentlich sollten die jetzt noch genug Futter haben. Eigentlich. Tja, schon wieder Samstag und der Samstag ist fast wieder vorbei, kann man sagen. Ne? 18 Uhr, da kommt doch nicht mehr viel. Ne? 42 ist ein blödes Feld, da muss ich ganz ehrlich sagen. Vom Fahren her. Aber wer will schon gerade Felder haben, ne? Ist ja auch mal eine Abwechslung. Ne? Wir ihm mal was abgeben oder was? Können wir machen, ey. Der bettelt so komisch. Oder sie, kann man hier kennen. die Fahrer kann sie ja jetzt nicht sehen. Die hat keine Kabine, da gibt es keine Fahrer. Warum kriegt eine KI überhaupt einen Lohn, ne? Kraut auch noch.
Na, trau sie nicht ran. So, mit Innensicht machen, man sieht es ein bisschen blöd. Anführungszeichen, ne? Aber es geht. Beim reellen Leben geht es ja auch, ne? Aber das ist anders, das kann man nicht vergleichen. Erst betteln und dann nicht kommen. Oder weil er nicht voll ist, kann auch sein. Aber ich fahre so immer einen globalen Markt, das ist von der Warte besser, weil die aktuellen Preise garantiert nicht besser sind. Ne? Weil die Erntezeit ist meistens auch die Preise im Keller, logischerweise, ne? Dass der Markt voll ist. Ist halt so, ne? Aber viel ist nicht mehr. Noch reinkriegen die 7%? Ich glaube eher nicht. Oh, da fühlt jemand Simulator. Grüße gehen raus. Ich hoffe, dass meine Geduld ein bisschen länger ausreicht wie seine. Er weiß, was ich meine, wenn er mich hört und reinschaut. Man weiß ja immer nie, ne, wie es kommt, wie die Entwicklung kommt. Das kann ja schlagartig sofort in die Höhe gehen. Oder in den nächsten 7-8 Jahren passiert nichts. Das kann auch passieren, das weiß keiner. Ich sag mal so. Man weiß es ja vorher nicht, ne? Ich sag mal so, ich spiele ja nicht für YouTube. Ich spiele für mich und nehme nur nebenbei auf und versuche das ein bisschen so in die Reihe zu kriegen mit Folgentechnik und so. Also ich würde kein Spiel spielen, was mir keinen Spaß machen würde, ne? Also da kann mir... Oder der Preis muss stimmen, sag mal so, ne? Aber ansonsten wäre die Lust dran vorbei. Also wie gesagt, ich mache das nur, um das entsprechend aufzuzeichnen und nebenbei mal zu senden. Aber das Spiel würde ich dann so oder so spielen, ne? Was ich eher nicht machen würde, ich würde zwei Karten spielen, ne? Das wäre eher unwahrscheinlich. So, ey du, das gibt's doch gar nicht. Jetzt schon viel längst früher haben können den erst, ne? Aber der wird voll sein, ne? Ja, weiß man nicht genau, wer er ist. Wer das ist, ne? Keine Ahnung, aber der ist voll. Auf jeden Fall sein. Auf jeden Fall. 10%, 90%, 100%. Ja, sind meine Anhymen sinnvoll. Einer von den beiden ist er. Jetzt habe ich ein bisschen verschiedene Traktoren genommen, obwohl ich noch mehr Unterschiede nehmen können. Das 42 ist erledigt normalerweise. Die Ecke erledigt ist. Kurz nochmal Kontrolle machen nachher auf der Karte, ob das alles erledigt ist. Und dann ist es erledigt. Ne? Auf die Maus. Da die Ecke noch.
Dann haben wir halb 10. 47 noch mal kurz einsteigen wahrscheinlich. So. Das wäre erledigt. Dann gehen wir hier rüber und helfen da. Dann da ist noch ein bisschen was zu tun. Mal gucken, wie recht gut ist. Stehst hier wie dunkel hier. Wie. Ist ja nichts zu sehen. Das Ortschaft. Das könnte passen. Ein Königreich für ein GPS-System. Da ist noch ein bisschen. Wieder stehen lassen hier. Und nacharbeiten. Ich habe jetzt so viel Stroh. Ich darf es jetzt verschenken. Beziehungsweise ich muss halt nicht unterflügen. So, geht um die Masse hin und die Kleckereien hier, ich hab vergessen. Da wo es hell ist, mittendrin fangen wir an. Hier gehen wir gleich auf 47, damit die mich auch finden. Das muss ich alles näher später mal wieder umgestalten, also neu machen im Prinzip. Ich will das so nicht übernehmen. Bin im Grunde mit dem Ganzen nicht so zufrieden. Oh, die Folge ist Ende. Meine Leistung dabei. Aber wie gesagt, anfangs macht man immer eher Fehler und man ist immer hinterher schlauer. So, liebe Schauer, das soll es dann für heute schon gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sagt mal tschüss und ciao, ciao. Ja, morgen geht's dann hier weiter hingeben, ne? So heute. Aber morgen ist morgen. Morgen Mittwoch. Schönen Rest Dienstag bis, ja, bis morgen oder übermorgen, wie ihr Lust und Laune habt. Schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss und bis dann. Und ciao und tschüss.